Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amtsgamern. So, wir spielen wieder Dying Light und mit mir spielt natürlich noch immer der Kollege Hanser. Jawohl. Und ich muss jetzt aber schauen, dass ich in den Erdgeschoss komme. Erdgeschoss. Und ich weiß, was da los ist mit mir. Was ich mich da jetzt verwandle. Was da genau mit mir passiert. Also gut, Slums. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Sorry, nicht auf weiter gedruckt. Ach, das ist es. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau, ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen sie, dass sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen sie nicht besonders. Nehmen sie es ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werde es mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Ja, eine Zombie-Frau werde ich finden. Quartiermeister. Der hat eine nette Waffen da. So eine hätte ich auch gern. Pass auf, dass du draußen nicht von ihnen eingekesselt wirst. Okay. Okay, da muss man schon ein paar runter. Du willst raus, ja? Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Und raus in die weite Welt. Das war nur mehr Antizin. Komm ich grad. Okay, Neuling, Dr. Zara ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Okay, cool. Ich weiß, dass hingehen und geh dahin. Okay, Crane, lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Und mach nicht so viel Lärm. Das zieht nur diese Viecher an. Nun gut. Das ist der Moment, an dem man Koop aktivieren kann. Warte mal, ich darf da zum Antizin-Händler da. Wenn es noch recht ist. Ja, du noch. Hoffentlich, dass diese vergammelten Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Was
müssen wir da irgendwie reingehen. Ja. Hallo, ist jemand da? Hände? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein, ein Suppressivo. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GI nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Echt jetzt? Sie können... Hilfe? Ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre. Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Hm. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen. Und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren kann. Das stimmt, das kannst du mir gerne nicht übersehen. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Rahim, Sia hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal unten helfen. Ich gewöhne mich nur gerade auf den Durchbruch daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Sarahs LKW und hat... Dauernd muss doch mal die Optionen erledigen. Echt niedrige Frames. V-Sync, warum ist das V-Sync ein? Mag ich doch, das habe ich sofort ausgeschaltet. Für dich. Irgendwas muss ich noch tun. Ganz perfekt läuft es nicht. Das teilweise, wenn ich von einer Sache zur anderen gehe, eine oder so, dann braucht die Sache ewig, bis er mir da aktualisiert im Bildschirm. Wir müssen diese Bewegungsunschärfe ausstellen. Du scheinst nicht recht auf dem Posten zu sein. Keine Sorge. Sarah wird eine Lösung finden. Hast du das über Raiz gehört? Dieser Bastard. Er bereichert sich am Verkauf von Antizin an Leute wie dich und mich. Oh, es läuft doch schon ein bisschen besser. So, hey Spike. Mal mit dem Spike. Ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts... Sieht aus, als ob der Hund auf Amazon bestellt, dann oder wäre es, wenn ich mich seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde die Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Dann warten wir halt einmal, bis er die Sache überspringt. War sehr amüsant, dass er außen alles perfekt läuft, aber sobald so eine blöde Szene kommt, wo irgendwas... Ja, was... Glaube ich, dann geht gar nichts. Okay. Eine halbe Stunde drin. Glaube ich. Weil das Spiel selbst läuft ganz normal. Das ist amüsant.
mal, ich muss das noch einmal. Muss einmal schauen. Irgendwie die Grafikoptionen, Full-Grafikoptionen gibt es da nicht, gell? Ach, da hab ich mal gedacht, du kannst nicht wirklich viel einstellen. Na gut, ich werde mal kurz mein PC neu starten, weil mich kackt das auch nicht. Komisch. Na, jetzt geht's. So. Oder auch nicht. Dauert mal, ist zu lang. So, wollen wir es mal. Durchsuchen sie Leichen, verlassene Autos, Müllstücke, sogar Mülleimer. Okay. Okay. User in your channel timed out. Ja, damit war's das wohl mit dem Kollegen Henser. So, dann schauen wir mal, was du bei den Fahrzeugen gibt. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. User joined your channel. So, ich will die kurze Abwesenheit. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Was kaputt? So hängt das. Überhaupt jetzt draußen, beim Links, beim Mobilader. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Alter, der Lieferwagen schaut behindert aus. Ja, bist du der Bart, schaut der behindert aus. Sieht aus, als ob der. Ja, das haben sie nicht so gut gebaut. Sieht aus, als ob der Hund einfach abgebissen worden ist, die Hälfte von dem. Komischer Lieferwagen. Was für ein Lieferwagen redest du jetzt? Ja, das ist ein Lieferwagen. Sehen, in der Spielwelt, der schaut voll dämlich aus. So, jetzt mal probieren. Wenn zwei probieren, geht's schon nicht. War der Zombie erschlagen? Ich denke einmal, das kannst du umgehen. Weniger umstellen, als wenn du draußen bist. Lauf in Tusk, dass du nicht überspringen kannst. Denn so soll man nicht wissen, wer das Spiel gemacht hat. Auf alle Fälle sehr viel zum Umlaufen. Ah, okay, was haben wir da? Eine Kiste nochmal gefunden mit Nägel. Und dann Dietrich. Irgendwie wird es jetzt schon langsam Nacht, kommt mir vor. Das ist ja an sich, glaube ich, jetzt nicht so ein gutes Zeichen, ne? Jetzt dir mal joinen. Wir müssen den Gefangenen überleben. Ne? Was, nicht, kannst du mir joinen? Können wir jetzt gleich rausfinden. Na! Jetzt ist hier mit einiges runtergedraht. Sie haben nicht verteilte Fähigkeitspunkte, okay, wir setzen mal den ein. Mit I, Inventar, Fertigkeiten. Fertigkeitspunkt. Vergeben wir mal an Überlegensrang, oder? Jetzt geht's. Was geht? Warum läuft's? Nur im PC nicht gestartet, ich habe nicht wirklich viel geändert.
Es kommt auch sehr auf die Situation drauf an, ja. Was da gerade mit Performance. Ja. Ich bei der Aufnahme habe sowieso nie hohe Frames. Das ist einfach einmal so, kann man nichts machen. Aber sonst habe ich auch, also vorher habe ich, nicht wie kurz einmal die Aufnahme ausgeschalten gehabt, da habe ich ohne Probleme 60 Frames gehabt. Also. Dann können wir jetzt bei dir auch ganz gut laufen. Kollege Hansa. Jetzt geht's hier besser. Schloss knacken. Wegen den Stiften drin sind, schaut sie mit an. Dietrich ist auch cool. Ich habe Kaffee gefunden. Aber sind wir noch nicht weit genug, scheinbar. Sehe ich gerade. Ich bin da. Einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Na, stirb, Drecksack. Ja, bitte raufkommen. Zigaretten gefunden bei dem Zombie. Da auch Zigaretten. Macht sie die auf! Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. Sicherheitszone freigeschalten. Ach Mist. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Train hier. Bericht. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er heißt Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Die gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Okay. Jade, fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und, Crane? Danke. Zurück zu dir, Spike. Jetzt zurück zum Wesentlichen. Mach die nächste Falle scharf. In der Nähe ist noch ein Auto. Okay. Weißt du, ich hab keinen Dietrich mehr. Habe keinen Dietrich mehr. Das ist ja echt die beste Waffe. In den Debatten Zombie am Kopf gesprungen. Einfach so? Außer?
Er hat mir nichts getan. Wegen Gonsche. Free Keys. Freudiger Zombie. Machen Sie die nächste Autofalle scharf. Irgendwie wird es immer später und später. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja, und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Sie umzingeln das Autospike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Wie kann man jetzt diese Böller einsetzen? Getten, das warst du. Da komm, geh ein, du blöder Penner. Einser? Hm? Weißt du, wie man diese Böller einsetzen kann? Da. Ja, nicht. Warte, ich muss da mal nachschauen, kurz. Oh, das ist bestimmt irgendein Schnelltasten. Aber die Waffen passt ewig, bis du ihn umbringst. Immer weiter. Das ist noch viel. Ah, fuck, das ist so viel. Fertig, Spike. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. I love it. Mist. Na gut. Gerade eine Klinge gefunden. Und ein elektronisches Bauteil. Irgendwie wird der Sound von den Zombies immer ärger, kommt mir vor. Ja, da immer ein Schreien. Amsterdam. Die Sicherheit einmal den Kopf eingeschlagen. Batterie und elektronisches Bauteil. So, Metallteil. Wird bei dir eigentlich auch schon Nacht? Ja. Ja, dieses Freerunning ist nicht mehr cool. Ja. Besonders wenn man es denn beherrscht. Ja, nicht jeder ist ein Noob wie du. Sie sind ein Noob. Kompletter Vollnoob.
Kann man die da scharf machen? Imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Oder hat sich hier jemand was von Skyrim abgeschaut? Ich glaube, das ist genau die gleiche Art, Dings aufzumachen. Skyrim? 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 Blood on my hands! Was ist das, das gleiche? Die Dings zu öffnen. Schlösser. Kisten und so. Ach so, ja. Wollt mal. Freu mich, wenn ich meinen ersten Dietrich hinmache. You can craft a new item. Ist natürlich gut, wenn das kommt, wenn man genau was aufgeklappt hat, was böse ausschaut. What can I craft? Bench Kiss oder der Constable, was ist. So, was ist da? Warum geht die Tür nicht auf? Mittlere Maustasten, okay. Hm? Mittlere Maustasten, habe ich gesagt. Den wirft man Sachen. Hab ich auch schon gemerkt, ja. Weil ich runtergeflogen bin, haben wir das jetzt nicht. Schau, ich bin jetzt gleich hin. Kann man da eigentlich irgendwas einsetzen? Inventar? Medikit. Benutzen. Ah, okay, so. Warum hüpft der da immer daneben? Verstehen. War so schlecht, ich möchte mich fast dafür. War gerade von mir so schlecht gemacht. Ja, ich komme da auf ein Gebäude nicht auf, weil was soll das bei einer Falle entschaffen, nicht so mit Schärfen. Was ist da? Zieh gar nicht. Bin gerade durch ein Holzbalken durchgesprungen. Okay, du kannst auf diese Holzbalken aufstellen, okay. Ja, ne? Das. Ja, warum haltet der sich da nicht fest? Verstehe ich nicht. Okay, ich gebe dir eine große Info, was du nicht machen solltest, wenn du auf ein Haus stehst. Du warst gestorben. Okay, dann warst du auch so schon bloß mit mir. Aber wenn du auf ein Haus stehst, unter dir Holz ist, solltest du auf das Holz nicht draufschlagen. Denn das bewirkt, dass das extrem laut zusammenbricht und auf einmal tausende Zombies in der Richtung kommen. Achso, ja, das weiß ich ja, ne?
Ja. So viel zu Sachen aufbrechen. Ich laufe da teilweise richtig schlecht, weißt du? Ja. Ist das bei dir dasselbe? Ja. Ey, versteh nicht, warum der sich da nicht festhält. Irgendwas mache ich da komplett falsch. Bei diesen. Weiß nicht, wie weit du bist, aber ich muss einen lichtvollen scharf machen. Ja, da bin ich auch gerade. Und ich schaff's nicht auf diese. Die, was da. Dings hinzuspringen. Ja, du musst die Leertaste halten und springt er weiter, gell? Bitte? Ja, klar, ja. Wenn du die Leertaste halten lässt, also drauf drückst, dann springt er weiter. Ja. Ich bin ja drauf geblieben. Ich steige jetzt ganz auf und probiere das nochmal. Aber egal, wie was für ein Haus du meinst. Ich komm noch nicht auf diesen Scheiß. Aufgekommen bin ich, aber irgendwie komme ich nicht rein. Nein, ich bin nicht reingekommen, nicht reingekommen, ich komme auf diesen Scheiß, auf das Ding nicht auf, dass ich Licht fallen scharf mache. Irgendwie wird es jetzt noch schon sehr dunkel bei mir. Ah. Nur das Gefühl. Ma, fuck, warum springt der immer weiter? Ja, bei mir ist es schon mehr als wie dunkel und ich schaffe nicht, diese Scheiß fallen zu aktivieren. Ah, ich bin so schlecht. Da ist die, ich bin ein Idiot. Boah, ich lauf immer bei der Falle vorbei. Ach, endlich. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Weapon is broken, das ist natürlich gut zu wissen. Hey Crane, weißt du was? Ich bin auf einem Balkon. Bruce sagt mir das, glaube ich, schon seit 2 Stunden. Ich tue nichts. Für einen Anfänger. Danke. Aber bitte komm, okay, ich guck mal da auf. I love. Ich glaube, das geht innen. Ja. Ich brauche den lichtvollen scharf gemacht. Ja. Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Oh, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Oh, ihr habt mich fast umgebracht. Nice. Bin gespannt, ob du das schaffst. Mei, du wirst schon schaffen, aber ich hab da 100.000. Der Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Ich mache so schnell ich kann, Spike. Was meinst du? Meinst du die Halle, oder was? Ja, bei der Halle da. Ja, das habe ich jetzt gerade geschafft, beim ersten Versuch. Aber es war schon hart, also hätte ich jetzt... Was ist das? Hast du das noch nicht? Oh, fuck! Die war echt hart, also... So, hätte ich jetzt nicht ganz genau noch gewusst, was ich im Tutorial gemacht habe, hätte ich das jetzt geschaut, Tutorial, so. So. Hätte ich das jetzt geschafft, den Kimmel. Das ist wieder so einfach. Unglaublich. Das ist zwar großer. Hm?
Ja, und jetzt? Und jetzt, und jetzt, und jetzt? Was wir jetzt machen? Lauft die Asphaltfetter noch? Ja. Ich glaube irgendwie... Wow, das war knapp! Irgendwie glaube ich, dass das kein Freund von mir wird. Ja, und jetzt? Hast du ihn umgebracht? Ja, ihn umgebracht, ja. Okay. Aber was... Wo ist da jetzt das Ding? Zum Auslösen? Der Schaltkasten. Alter, das ist ein Schwein. Was? Was kann ich da jetzt mit dem Schaltkasten machen? Muss ich irgendwas machen? Ich würde sagen, wir machen da jetzt einmal einen Breakpoint. Ja, ich werde mal schauen, wie man das repariert. Ich bin leider einfach zu... Oh, ich weiß nicht, ich übersiege die ganzen Sachen, da kommt man vor. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Salut, ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.